Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Haben sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram, dann geschieht sonst niemandem was. Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde, sonst fließt Blut. Oh, Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. Ich will dich abschlachten wie den Hund. Los, auf ihn! Wir müssen ihn umzingeln. Zerstückelt ihn! Macht die Missgeburt fertig! Natürlich nichts gegen Werwölfe hier, ne? Hallo da draußen zum Hexer. Und wir haben es plötzlich mit einem Werwolf zu tun. Denen hast du es aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Werwolf ist. Wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten. Danke für deine Hilfe. Das hier hast du dir verdient. Tja, und was ist mit dem Bertrand? Das ist ein Werwolf, ne? Ich hab schon gedacht. Wie machen wir es richtig, ne? Auf der anderen Seite waren es Gauner so oder so. Kann man ja nicht anders sagen, ne? Wo ist denn eigentlich unser Werwolf? Ach, der. Vielleicht. Nee. Das ist er nicht. Wo haben wir denn den... wo war denn der Werwolf? Da hinten? Kann das sein? Ja. Moment. Liebste Lilly, wenn du dies liest, bedeutet das, dass dein Vater und ich tot sind. Ich habe Egward gebeten, dir diesen Brief nur dann zu geben, wenn gewiss ist, dass keiner von uns zurückgehen wird. Es ist viel passiert, während du an der Akademie warst. Eines von Vaters Schiffen ist gesunken und wir mussten uns verschulden.
Ich habe dir nicht geschrieben, weil du dich nicht sorgen und nicht zurückkehren solltest. Deine Ausbildung und Zukunft bedeutet uns alles. Unsere Gläubiger verlangen bald vollständige Rückzahlung und weigerten sich, Ratenzahlungen zu akzeptieren. Als wir einräumen mussten, dass wir nicht imstande waren, die ganze Summe aufzubringen, schworen sie, uns zu zerstören. Einige Halunken begannen, uns zu verfolgen. Sie ließen uns nicht aus den Augen, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie das Familiengeheimnis entdecken würden. Sie hetzten uns die Hexenjäger auf den Hals und wir wurden in den Kerk geworfen. Ich hörte die Wärter davon reden, dass man uns einen Schauprozess machen und eine Schauhinrichtung bereiten will. Einem gab ich meinen Ehering. Er ließ dafür Besuch von Equa zu. Dein Vater möchte ihm letzte Anweisungen erteilen und ich werde ihm diesen Brief geben. Unseren unerwarteten, endgültigen Abschiedsgruß. Sehr stark, mein Liebling. In deinen Adern fließt das Blut von Menschen und Wölfen. Und das bedeutet Verantwortung. Ich verbiete dir, uns zu rächen. Das macht uns nicht wieder lebendig. Es bringt dich nur auf den Richtblock. Du darfst nicht auf diese Art sterben. Du musst mit deinem Leben und deinem Verhalten beweisen, dass Menschen glykanthropen in Harmonie leben können. Verlasse die Stadt so schnell wie möglich. Nimm nur das Nötigste, verabschiede dich von niemandem, zeige dich nicht in der Öffentlichkeit. Reise dahin, wo wir gejagt haben, als du noch klein warst, und bereite dich auf das Schlimmste vor. Die Dörfler dort erinnern sich bestimmt an uns, aber sie sind gute, einfache Leute und werden dich freundlich behandeln. Hoffen wir, dass dieser Irrsinn und diese Verfolgung bald aufhören und du heimkehren kannst. Bis dahin gib auf dich Acht und lass dich nicht provozieren. Bedenke, wer du bist und lass dir von niemandem einreden, du wärst etwas Böses. Du bist so geboren und du sollst stolz darauf sein. Lebe für uns, wir lieben dich, Mutter. Ja, jetzt machen sie uns doch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, ne? Da hat es eine Ziege noch erwischt. Kollateralschaden. Na danke. So, was haben wir denn noch im Angebot? Ich glaube, wir müssten nach Skellige jetzt rüber, ne? Oder haben wir hier noch was bei der Nebenquest? Nee, rennen wollen wir nicht. Achso, nee, Spiele. Das Quent machen wir nicht. Ja, das ist wohl wahr, aber nicht unbedingt. Also diese Fisch, diese Faustkämpfe. Ich glaube, das ist, haben wir gesagt, wartet mal, muss ich nochmal schauen. Das ist, glaube ich, auch Skelliger. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Achso, halt, ich habe noch diesen Wegweiser. Warte, ich gehe mal auf die Weltkarte. Genau. Auch Skelliger. Das ist auch Skelliger. Nee, das ist zu hoch. Triff Ritter. Achso, ja. Nee, halt, Rittersporn wollten wir nochmal treffen, ne? Das machen wir. So, wo ist er? Ja, das machen wir. Auf alle Fälle. Und dann müssen wir einfach erstmal in die Stadt rein, von dieser Seite aus. Wir könnten natürlich nochmal hier hinschauen. Am Wasser, auf einer Insel, da ist irgendwas. Ja, sind wir eigentlich hier schon mal richtig? So von... von der Richtung her? Ja. Da braucht man eigentlich gar kein Pferd, wenn ich es recht bedenke. Da schauen wir einfach mal, wo das Wasser hier ist. Gehen durch das Sonnenblumenfeld hier. Schön, oder? Ich mag Sonnenblumen. Totaler Sonnenblumenfan. Müssen wir trotzdem nochmal drauf schauen. Ach so, wir müssen mal... aber ich schaff's immer, die falsche Richtung einzuschlagen. Ah, da unten ist es. Halt, warte, das nehmen wir mit. Man weiß ja nie, ob man es braucht. wir müssen trotzdem mal sehen. Ne, wir haben noch genug. Sag mal, was habe ich denn da
Waldkauz. Beschleunigt die Ausdauer. Ja, aber ich habe doch irgendwas anderes eingeworfen, oder? Vergiftung? Donner? Hatte ich Donner plötzlich drin? Aber es ist ja nichts weg hier. Als ich nach unten gedrückt habe. Das war sehr merkwürdig. Nee, das passt schon. Den brauchen wir hier. Na gut. Keine Ahnung, manchmal ist es irgendwie ein bisschen komisch. So, wir müssen auf die Insel da drüben. Nee, auf die. Nee, auf... nee, auf... Ja, na doch, auf die. Sagt's doch. Hab's doch gesagt. Was sind denn das? Unser Igni ist natürlich echt toll. Ah, das war Mist. Au! Au! Das tut doch weh! Au! Was ist denn los? Oh! Nein, wir verlieren! Wir kommen um! Wir kommen um! Verdammt! Geh weg! Oh, ich muss weg! Oh Gott! Hilfe! Halt, ich hab Jirden drin! Verdammt! Es ist nicht so stark. Ja. Wieso bist du so stark? Vor allen Dingen, wo bist du? Wieso bist du immer noch nicht tot? Was esse ich denn da immer zu? Wo ist er denn? Hallo? Wo bist du? Wo ist er denn? Hin? Hä? Wo ist er denn hin? Sag mal jetzt, wo bist du hin? Du bist doch noch nicht tot. Ah, hier. Aber wo? Hallo? Wirres Weib? Muss irgendwo hier sein. Im Gebüsch vielleicht. Huh! Ha! Au! Oh, ihr Wahnsinn! Verwirrtes Weib hier. Was macht's denn jetzt? Boah, das war ja ein Kampf der Köpfe. Was habe ich denn? Was esse ich denn da immer so in mich rein? Und warum ist es so falsch platziert? Ich muss jetzt mal schauen. Dass ich nochmal meine Tasten anständig zuweise. Tut mir echt mal leid. Da müssen wir jetzt mal durch. Haben wir den Schatz eigentlich? Ja, ne? Ja. Wir sehen uns dann wieder in Novigrad vor dem Haus von Riddersporn oder wo auch immer ist, ne? Was ist hier los? Dieser Däuner hat Fistech an ein paar junge Elfen verkauft. Kontaminiertes Zeug, das alle anderen Konsumenten umgebracht hat. Lüge! Die wollen mich töten und mein Gold stehlen. Hilf mir, bitte! Du hast Gift verkauft. Schade, dass du nicht gesehen hast, wie die jungen Leute unter Krämpfen gestorben sind. Ihr seid doch alle...
Ihr Elfen verachtet Menschen doch. Ihr wollt euch rächen. Aber der Untergang eurer Zivilisation ist doch nicht unsere Schuld. Halt den Mund, Giftmischer. Lasst mich nachsehen, ob er tatsächlich Fistech dabei hat. Wir haben ihn schon durchsucht, sogar die Stiefel, aber nichts. Der Bastard hat alles verkauft. Aber das macht ihn nicht unschuldig. Ich sehe keine Beweise dafür, dass er jemandem Fistech verkauft hat, geschweige denn Vergiftetes. Ihr könnt ihn nicht einfach umbringen. Dann stirbst du eben auch, Wattgern. Schade, dass du uns in die Quere gekommen bist und dich auch noch in den Weg stellst. Danke, Hexer. Verdammte Elfen, denen ist jede Entschuldigung recht, um mich auszurauben. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. War wahrscheinlich falsch, wie so vieles, was wir hier falsch machen. Aber ich sag mal so, es waren keine Beweise da, ne? Sag ich jetzt mal. Wahrscheinlich. Ich meine, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war seine rassistische Äußerung. Ne? So, wir gehen jetzt zu. Ja, Rettersporn. Versuchen es zumindest. Also man wird ja hier auf Schritt und Tritt abgelenkt. Was ist denn hier passiert eigentlich? Auf Schritt und Tritt wird man hier abgelenkt. Was hast du da? Getrocknete Pilze. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal drauf schauen auf die Karte, ob wir nach links oder eventuell nach rechts müssen. Ich glaube allerdings irgendwie nach links. Ja, über die Brücke. Junge! Das heißt also, der weiß, dass wir das waren. Schön zu wissen. Du kommst mir bekannt vor. Und der da? Du siehst mir äußerst so, und jetzt? Moment, dort ist noch eine Nebenquest. Ja, wo genau? Hier? Bin jetzt ein bisschen... Hier? Sieht alles gleich... Nee, halt, wir sind völlig falsch. Wir müssen nach links... Ganz straff nach links. Ich wiederhole, komm mir nicht in die Quere. Der letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Hab ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das?
Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Zwielichtige Typen. Wer war das? Die dicke Fischblase ist der Herzog. Angeblich will er Hurensohn Junior beerben, aber dem Penner fehlt zu viel dazu. Vor allem Geld, Einfluss, Leute und Klasse. Und der andere? Der Graf, ein Bastard wie kaum ein zweiter. Mir zuckt der Arsch schon bei seinem Anblick. In Mahakam haben wir solche Schweineficker mit einem Paket Schwarzpulver und einer Leckenlampe den Streb runtergeschickt. Chiwai, ich hoffe, das war sarkastisch gemeint mit Klasse. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel. Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Du schaffst das schon. Gut, versuchen wir, die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr, er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Herr Sultan, wir machen das nur wegen... Weil du ein Freund bist. Ansonsten haben wir eigentlich überhaupt kein Interesse dran. So, wir müssen trotzdem immer noch... eigentlich einfach hier rein, oder? Könnte es sein? Willst du das wirklich? Billiger Kuchen und verbesserten Wein verscherbeln? Hey, ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Ich weiß. Darum erwäge ich ja. Immer erwägst du. Entweder dieses oder jenes. Sag mir Bescheid, wenn du dich endlich entschieden hast. Alles klar? Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Wie bist du auf diese Kabarettidee gekommen? Das ist seit Jahren mein Traum. Seit wir in Ochsenfurt im Kabarett waren. Weißt du noch, wie die Tänzerin vom Lüster hing? Und als sie komplett kopfüber war, rief sie dich und... Ich erinnere mich. Wie könntest du es vergessen? Und mein Kabarett wird sogar noch besser, versprochen. Wenn ich die Finanzen für eine kleine Umgestaltung zusammenkriege, heißt das. Vielleicht kriegst du bei Vivaldi einen Kredit. Ich würde für dich bürgen. Kurios, dass du es erwähnst. Ich war schon bei Vivaldi. Weißt du, was er gesagt hat? Hexer taugen nicht als Bürgen. Zu hohes Risiko eines vorzeitigen Todes. Aber ich hätte noch eine Idee.
Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Der alte Numan hat mir neulich ein Geschenk. Ich sag euch sowas. Wenn man solche Freunde hat, ne, braucht man keine, ihr wisst. Eieieiei. Nur Lug und Trug. Sultan. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Ja, genau. Regen. Ah. Du grüne Neune. So, wo müssen wir hin? Ja, immerhin ist es nicht so weit. Einmal rechts, einmal... Wie kommt man eigentlich hier rein? Vielleicht hier durch oder so? Schon wieder Regen. Verdammte Magier. Ah, was haben denn die Marke damit zu tun? Ist ja super. Kommt man hier durch? Natürlich nicht. Ich blicke hier einfach nicht durch, wie man an die bestimmten Orte hier kommt. Wisst ihr? Das ist doch Quatsch hier. Wir gehen mal außen rum. Vielleicht klappt ja das. Hier ist so von hier oben. Da kommen wir doch auch nicht durch, oder? Kommen wir hier durch? Nee. Ja. Elfenblut, was? Ich denke mal, das ist hier drin, oder? Bin der Meinung. Aber wir schauen lieber nochmal. Wir müssten uns rechts halten. Donnerschlag, was für ein Schlechter! Ziehst du weiter oder bleibst du noch? Mit dir in der Nähe ist es viel sicherer. Wir bleiben noch ein bisschen. Mit wem müssen wir... Was müssen wir denn überhaupt machen? eigentlich sind wir richtig. Wir brauchen von Madame Irina... ein Schwert. Normalerweise ist aber doch... Aber hier findest du ihn nicht. Die... Ja, die Frage ist jetzt, wo ist Madame Irina? Hallo? Ah, wie schön, dich zu sehen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar.
Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Gut, das dazu. Dann gehen wir wieder. No. Aber nicht vor Piraten aus Skellige. Und schau natürlich. Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen sind? Und schau natürlich wie immer, wie, wo war. Aha, hier rauf müssen wir jetzt. Na dann. Auf geht's. Oh, es wird morgen. Das ist schon mal schön. Wieso? Die sind für alles verantwortlich, ne? Sogar für den Regen. Müssen wir hier raus? Ne, wir gehen mal hier runter. Obwohl. Na, da drüben kommen wir auch rauf. Falls wir da rauf müssen. Ja, müssen wir. Es gießt wie aus Eimern. Und wie aus Kübeln. Heißt es nicht, es gießt wie aus Kübeln? Wartet mal, ich schau trotzdem nochmal. Sophronia. Waren wir nicht mal bei einer Sophronia? Konnte mich irgendwie erinnern. Hier rein? Was sind das eigentlich? Kaufmann, nee. Eigentlich nicht. Obwohl, auf der anderen Seite. Willkommen zurück. Na, doch Interesse an den Andenken Eramas? Die sind noch zu verkaufen. Zeig mir, was du Andenken hast. Andenken Eramas? Das kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Die Kunst des Manövrierens? Ach, da. Ja, von mir aus, dann kaufen wir das. Und das kaufen wir eben dann auch, wenn es denn sein muss, ne? Scheint ja total wichtig zu sein, dass wir das... So, was könnten wir eigentlich noch hier verkaufen? Aha. Obwohl, wir müssten vielleicht mal wieder irgendwelche... müssen irgendwelche Sachen dann vielleicht auch herstellen, ne? Was haben wir denn eigentlich hier noch? Eine Nilfgaarder Hose. Brauchen wir die? Nicht wirklich, oder? Ja, die hat man, glaube ich, behalten, ne? Aus irgendeinem Grund habe ich die behalten. Was haben wir hier eigentlich noch? Ach, elegante Schuhe. Das lassen wir mal. Und warum? Ach, war das... Ach, das war die... War das die elegante Nilfgaarder Kleidung, die wir jetzt verkauft haben? Ja, ne? Wartet mal. Ich schau noch mal. Nee, eigentlich nicht. Nur Maler, gewöhnlicher. Ja, dann... was ist denn das für ein Hemd hier? Braucht doch kein Mensch. Ach, 37 Rüstung. Aber, ja, wir haben diese eine... Nee, komm weg damit. Einfach mal weg. Wir bräuchten noch mal einen Rüstungsschmied, glaube ich, um unser Zeugs... Dann, wartet mal, den Sattel hier, den brauchen wir auch nicht mehr. Jawohl. Was haben wir noch? Ja, das, die Esserei hier, ne? Das ist zwar sehr schön, aber wir benutzen es ja nie, ne? Aber was soll's? Hatten wir nicht auch
Honig und so Zeugs? Was sind das hier? Ah, Ziegenmilch. Mhm. Hatten wir nicht auch Honig? Was sind das hier? Honigwaber. Okay. Aber das bringt trotzdem einiges an Vitalität. Aber 12? Nee, das ist jetzt nicht so teuer. Was haben wir hier neu? Nix. Achso, das, ja, was wir jetzt haben, ne? Was haben wir hier noch? Ja, das ist... Wir müssen mal wieder schauen, ob wir irgendeine neue Alchemie vollbringen können. Wiedersehen. Ja, irgendwie haben wir vielleicht jetzt wieder eine Queste. Aber, wir sind hier noch falsch, anscheinend. Oh ja, eindeutig. Wir müssen ein zweiter Runde. Wir müssen ein zweiter Runde hier rein, ne? Hier rein müssen wir. Wahrscheinlich hier. Hallo, wie geht's? Alles Gute. Dann auch dir alles Gute. Nee, hier doch aber nicht. Ah, das ist hier verrückt, ne? Nee, hier ist ja der Barbier. Da hier sind wir nicht hier schon mal rumgeirrt und wussten nicht, wo wir rein mussten? Das ist echt tot. Das ist total doof gemacht hier, finde ich. Ich finde es total doof gemacht. Ah, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Erzittere, flachshaariges Frauenzimmer. Verneige dich vor dem Prinzen der Diebe. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr! Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Wohl eher rote Pissnelke. Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. En garde! Ich bin getroffen. Ins Haus, rasch, da kriegt ihr uns nicht. Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab. Dieser Bösewicht läuft gleich weg, ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sag mal ciao für heute. Das hat's ja nicht durchschaut. Ja gut, wer weiß das schon, ne? Ciao, ciao.